Ich darf euch zurückheißen zum Mario Kart 8 Deluxe Online. Im gespiegelten Modus diesmal und ich hätte gesagt, wir fahren mal mit der Standardausrüstung. Das habe ich jetzt auch immer wieder so vor. Und zwar der goldene Turbo Cup wird es jetzt sein. Wir schauen uns nochmal die einzelnen Strecken an. Vielleicht finden wir noch die ein oder andere Abkürzung. Ich würde es ja begrüßen. Ansonsten, ja, schauen wir mal, wie das hier alles werden wird. So, bin ich, glaube ich, gleich komplett lost. Wir fahren mal links lang, weil das ja eigentlich die rechte Strecke, die rechte Seite ist, die wir ja 150er gefahren sind. Man macht ja keinen großen Unterschied. Habe ich die Musik eigentlich erwähnt im Originalpart? Das ist ziemlich nice, muss ich sagen. Natürlich schön französisch angehaucht. Jetzt geht's nach rechts. Schau. Ich habe die Strecken fast noch gar nicht gespielt. Da rechts. Nee, warte. Da geht's, glaube ich, zurück. Man kommt von rechts dann. Ich habe die Strecken fast alle gar nicht noch gezockt. Einmal halt im Let's Play. Und bin jetzt schon verwirrt wegen des Spiegels. Okay. Wir haben eine Hupe. Und hier geht's nicht nach rechts. Lol. Aber wo ist denn jetzt diese Abkürzung? Hier direkt. Ah. Wollen wir die mal fahren? Die habe ich nämlich gar nicht gezeigt. Hoffentlich braucht man hier keinen Pilz. Nö, braucht man auch nicht. Nice. Hier sind zwar keine Items, aber solange es ein Stück schneller läuft, sind wir dabei, oder? So, jetzt geht's hier links rein wieder. Aber jetzt fahren wir ja entgegengesetzt. Wir spielen jetzt Geisterfahrer. Habe ich den erwischt? Nein, ne? Das wäre natürlich cool gewesen. Ne, da. Doch, jetzt hätten wir natürlich da fahren können. Aber jetzt nicht rückwärts gefahren. Weil wir jetzt rückwärts fahren. Und jetzt. Komm, ein Stachy, willst du mich verarschen? Komm hoch! Nein, knapp nicht. Komm, bitte verarsch mich nicht, Ludwig. Nein, wieso werfe ich die denn? Ja, das war's direkt in der ersten Strecke. Oder? Nein, gerade noch so erster. Gerade noch so, Alter. Es hätte mich schon ein bisschen abgefuckt, wenn es jetzt direkt auf der ersten Strecke gewesen wäre, aber nochmal Glück gehabt. Ludwig hat sich eben ein wenig verschätzt. Jetzt geht's wieder auf Toads Pista. Bei der ich sagen muss, eigentlich mag ich sie, ja? Eigentlich mag ich sie, weil sie mich an Mario Kart 7 erinnert. Und Mario Kart 7 ist schon kein schlechtes Mario Kart. Vor allem nicht, was die Strecken angeht. Aber der Look halt. Da muss ich mich auf jeden Fall noch dran gewöhnen. Aber wir schaffen das schon. So, jetzt holen wir uns hier mal das Doppel-Item, auch wenn ich den Pilz jetzt hier einsetzen hätte können. Aber ist ja auch egal. Münzen bräuchte ich auch mal. Auf der Tribüne diese Zuschauer, die haben eine weniger Framerate. Aber ich finde, das stört nicht so, weil es halt doch dann irgendwo nicht schick ausschaut. Und ich weiß gar nicht, gab es diese Flugpassage auf dem 3DS schon in der zweiten Runde? Ich würde behaupten, die hat es erst in der dritten Runde gegeben. Aber naja. Schaut ins Zuschauer. Finde ich auch persönlich nicht hässlich, wenn die trotz der wenigen Framerates. Okay. Eine Coin, ich setze ich gleich ein, weil so wenig Münzen habe.
was wir eventuell ändern sollten. Hier ist ein Pilz, den ich jetzt nicht mitgenommen habe. Geil, okay, eine Hupe. Nehme ich. Sehr, sehr gerne. Vor allem nach dem Betrug von der letzten Strecke. Halbbetrug. Und schon wieder ein Pilz nicht mitgenommen. Naja. Ah! Und der hat mir noch meine Münze geklaut. Ein frecher Kerl. Der Schokosumpf. Auf jeden Fall auch eine Strecke, die ich ziemlich, ziemlich feier. Auch in Mario Kart 8 Deluxe. Eigentlich ist der erste Cup, wenn man so darüber nachdenkt, gar nicht mal so schlecht. In meinen Augen, ja. Klar, wir haben Toads Piste, die grafisch ein bisschen der hinkt. Aber wenn man jetzt Paris ansieht, hier diesen Schokosumpf finde ich auch ganz cool. Und die Strecke, die danach kommt, Coconut Mall, keine Ahnung, wie die jetzt auf Deutsch heißt. Kokospromenade, genau. Muss ich sagen. Auf jeden Fall nicht schlecht. Aber hier ist es ein bisschen einfacher geworden, weil hier kann man nicht mehr runterfallen. Dann hat man nämlich wieder diese Kurve, diese Kehre noch einmal fahren müssen. Da haben die jetzt einen Zaun umgebaut. Ich weiß nicht, ob das auf dem 3DS auch schon war. Ich glaube, diese Strecke gab es auf dem 3DS. Bin mir auch nicht sicher. Auf jeden Fall konnte man auf den Nintendo 64 herunterfallen. Ist mir auch gar nicht aufgefallen. Deshalb spielen wir den Spiegelmodus, wo wir uns die Strecken nochmal alles nochmal anschauen können. Dass ich hier keinen roten Boost bekomme, ist schon eine Frechheit. Ich mag es überhaupt nicht, wenn ich zwei Bananen habe. Aber hier diese Tri-Bones. Überall an den Wänden. Das hat auf jeden Fall schon was. Wir werden die Strecke auch mal online spielen, selbstverständlich. Müssen wir schauen, wann das geht. Ich hatte nicht gehört, das geht erst ab dem 22. Aber ich weiß nicht, ob das jetzt nur für Leute gilt, die den DLC nicht haben oder allgemein. Das müssen wir uns anschauen. Und wenn wir online spielen, dann müssen die auch dann kommen. Imagine, jemand nimmt dann das Mario Kart Stadion. Dann fühle ich mich auch ein bisschen verarscht, wenn ich ehrlich bin. Aber gut. Auch diese Strecke gemeistert. Ja. Ist nichts Besonderes, aber ich mag sie trotzdem. Hat auch einen nice Look mit Nebel im Hintergrund. Passt. Und die Krönung, die Kokospromenade. Auf der es so einige Hinweise geben könnte auf kommende Strecken, wie zum Beispiel den Dino-Dino-Dschungel, glaube ich, gibt es da nämlich irgendwo Plakate, hier direkt am Start, die darauf hindeuten könnten. Und nicht nur auf den Dino-Dino-Dschungel, sondern auch auf eine andere Strecke. Ah, hier geht es ja nach links. Okay, da war ich jetzt nicht verbreitet. Komm, hol die Kurven. Aber wir schauen uns das mal an. Hoffentlich wählen die noch gute Strecken aus für die kommenden DLCs. Fahren wir oben lang, weil ich es ein bisschen schöner finde. Ich glaube, unten ist man ein Stück schneller. Aber gut. Ja, das ist der Autos nicht fahren, das ist ein Downer. Aber ist verkraftbar, würde ich behaupten. Auch dass nur zwei Autos sind und nicht wie früher drei. Schade, eigentlich. Man hat so, und das habe ich auch schon öfter gelesen, man hat so das Gefühl, dass Nintendo irgendwie die Mies loswerden möchte. Aus irgendeinem Grund.
Weil hier sitzt jetzt auch Shy Guys drin und nicht wie früher Mies. Naja. Ab geht's in die letzte Runde und da möchte ich jetzt auch nochmal oben lang fahren. Die Abkürzung habe ich jetzt nie ordentlich zeigen können, weil die eigentlich nur mit einem Pilz geht. Komme ich ja gar nicht hoch oder was? What the fuck? Ich komme. Also so schwer war es früher nicht. Ich glaube, Ludwig wurde auch getroffen. Ich glaube, so schwer war das früher nicht, auf der falschen Rolltreppe hochzukommen. Und wie weit kommt denn dieser dumme Kugelwill nach vorne? Digga, es reicht dann auch mal. Okay. Nein, wieso werf ich denn nach vorne? Na. Gut, wir hatten dann doch noch einen kleinen Vorsprung. Aber hey, dass man auf der falschen Rolltreppe so langsam wird, das habe ich nicht in Erinnerung. Dann finde ich das tatsächlich gut, dass es schwieriger gemacht worden ist. Auch wenn es bei mir ein bisschen Betrug war, weil ich war ja schon halb auf der Rolltreppe oben. Und dann bin ich aber fast nicht mehr vor Fleck gekommen. Aber finde ich gut. Und das war der goldene Turbo Cup im gespiegelten Modus. Ich hoffe, ihr hattet Bock. Und habt Bock auf die weiteren Folgen. Ich auf jeden Fall. Wir sehen uns. Bis dann und ciao.